Ha, Lialo. Es hätte so schön sein können. Ich hätte jetzt so ein schönes Video zu Linux Mint machen können, aber leider ein kleiner Haken, den erzähle ich aber hinterher erst. Gut, ich bin jetzt umgestiegen auf Linux Mint 12. Linux Mint 12. Ich habe es jetzt parallel installiert zu meinen bestehenden Ubuntu-Versionen, die ich jetzt auf der Festplatte habe. Ich habe Ubuntu 11.10 und Ubuntu 12.04 installiert. Und zusätzlich noch Linux Mint 12. Hier die DVD habe ich mir runtergeladen. Linux Mint 12, 64-Bit mit GNOME Desktop. Und bin jetzt im Classic Mode. Es funktioniert auch alles, meine zwei Monitore wunderbar erkannt und Nvidia und alles wunderbar und prima. Codecs sind installiert und Videocodecs und Audiocodecs und alles wunderbar. Linux Mint 12 Release 12 Lisa, Kernel 3.0.12 Generic, Genome 3.2.1. Auch meine Prozessoren korrekt erkannt, 64-Bit-System. Deshalb mal wieder 12 Threads, also 6 Kerne, erkannt anstelle von 8 bei der PAE-Version. Gut, jetzt zu dem Ding, was nicht ganz so schön war bei der Installation. Wurde ich gefragt, wie möchten Sie installieren? Da habe ich natürlich gesagt, neben meinen bestehenden Versionen installieren. Und Daten übernehmen, wunderbar. Nun, jetzt ist es so, ich habe eine 2 Terabyte Festplatte. Da waren die beiden bestehenden Versionen, die ich schon hatte, Ubuntu 11.10 und Ubuntu 12.04 drauf. Und dazu sollte sich jetzt zusätzlich noch Linux Mint 12 installieren, also entsprechend freien Speicherplatz schaufeln und installieren. Was hat's gemacht? Ich habe noch eine zusätzliche Festplatte, auf der sich meine Daten befinden bzw. befunden haben. Hierauf waren zum Beispiel sämtliche Videos und alle Dateien, die ich hatte. Und das ist SDB. Und darauf hat sich dann Linux Mint ungefragt installiert, hat alle Daten gelöscht, ohne zu fragen. Und die Daten sind futsch. Gut, ich habe natürlich ein Backup, aber das Backup habe ich irgendwann im Dezember gemacht und jetzt ist Februar. Und da ist einiges verloren gegangen. Das war natürlich nicht nett. Und deshalb hätte so schön sein können. Ich lasse jetzt Linux Mint mal drauf. Aber, wie gesagt, da in diesem kleinen Punkt und für mich wahrscheinlich der wichtigste Punkt hat das Ding komplett versagt. Es hat nicht gefragt, Achtung, ich möchte mich gerne auf SDB installieren, da sind aber schon Daten drauf, darf ich die überschreiben? Nein, einfach überschrieben, einfach gnadenlos drüber installiert. Boink, fertig. Gut, beziehungsweise nicht gut. Gut, was war noch? Ich habe zwei Ethernet-Anschlüsse. Ich musste den einen disablen, beziehungsweise ich musste den Netzwerkstecker umstecken. Der eine war gar nicht belegt, da habe ich nichts drinstecken. Der andere war belegt, unter Ubuntu kein Problem. Hier unter Linux Mint musste ich den Netzwerkstecker umstecken, damit das Netzwerk erkannt wurde. Komischerweise bei der Installation wurde es erkannt, aber nachdem es installiert war, funktioniert es nur noch mit dem einen Netzwerkstecker. Bisschen eigenartig, weiß ich nicht wieso. Alles andere geht, wie gesagt, wunderbar und prima. Und ich hätte jetzt auch hier ein super gutes Statement abgegeben, wäre das nicht so. Gut, was haben wir denn hier? Büro LibreOffice installiert, alles da. Grafik, GIMP installiert, alles da. Wunderbar. Internet, Firefox, Pidgin, Java ist schon mit drin. Thunderbird, Transmission, X-Chat ist schon mit drauf. Multimedia. Audacity habe ich mir jetzt nachinstalliert, damit ich gleich mein Video nachbearbeiten kann. Kdenlive habe ich nachinstalliert, damit ich gleich mein Video nachbearbeiten kann. Ansonsten war schon drauf Audio-Recorder, Banshee, Brasero, GNOME, M-Player, Movie-Player, Sound-Recorder und VLC. Aktualisierungsverwaltung, apt und CD, da kann man seine DEP-Pakete sichern. Dateisicherungswerkzeug, naja, das hätte ich vielleicht am Anfang gebraucht. Erweiterte Einstellung, Firewall-Konfiguration. Nvidia X-Server, wie gesagt, meine Grafikkarte wurde sofort erkannt. Zwei Monitore konnte ich einstellen, wunderbar. Wie gehabt, Java ist hier schon mit drin. Synaptic-Paketverwaltung ist drin, ist unter den Ubuntu-Versionen nicht mehr standardmäßig drin. Windows Wireless Drivers
könnte interessant sein für Leute mit Problemen, die nur Windows-Treiber haben für ihre drahtlosen Netzwerke. Gut, Systemwerkzeuge, GDB-Paket-Installationsprogramm, das läuft bei mir komischerweise nicht, beziehungsweise das ist einfach nur dunkel, keine Ahnung warum. Ist aber auch egal. Wir haben nämlich hier ist die Softwareverwaltung, die habe ich mir direkt da oben hingelegt. Kann man sich aufs Panel legen. Genauso wie auch das Terminal-Zubehör. Terminal rüberziehen, hier oben rein, fertig. Das ist hier das GNOME 3. Panel ist ansonsten wie das alte Ubuntu-Panel. Kann man mit Alt-Taste gedrückt und rechts kann man dann auch wie gewohnt etwas hinzufügen. Man muss sich nur dran gewöhnen, unter GNOME 3 Alt-Taste dabei zu drücken. Da kann man alles wie gehabt machen. Alt, rechts, verschieben. Geht. Ne? Gut. Also, wie gesagt, schade. Schade, dass meine sämtlichen Daten gelöscht wurden. Zum Glück mache ich ja alles Open Source und was ich am Programm habe, lade ich euch ja kostenfrei hoch. Das Internet ist mein Backup und Open Source ist mein Backup. Deshalb geht mir eigentlich nie wirklich was Wichtiges verloren. Nur kleine Nacharbeiten und meine Videos habe ich ja eh auf YouTube und wunderbar. Daher ist alles noch im Lot. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verbleiben mit freundlichen Grüßen und tschüss.